Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir treffen uns ja hier, um dieses Buch, im letzten Jahr schon erschienen, als zu erleben, darin eingeführt zu werden. Die beiden Herausgeber, die Übersetzerin Bettina Kalbach, gemeinsam mit Urs Heftrich Herausgeber, machen selbst eine Einführung in Isaac Babel, sodass ich mir vieles von dem, was ich eigentlich vorbereitet hatte, sparen kann bzw. zurücknehmen kann. Vielleicht nur so viel, ich denke, einige von Ihnen werden Babel ja zumindest dem Namen nach kennen. Die Texte sind Sprachkunstwerke sondersgleichen, das werden wir dann auch zu hören bekommen, die im Russischen viele Sprachen einmischen, Regiolekte, Polnisches, Ukrainisches, Bauernkosakisch, ganz wichtiger Zug natürlich das Jiddische, das Russische von Isaac Babel durchzieht, verschiedenste Stilhöhen von literarischer Hochsprache bis zum Argot, Gaunersprache und ähnliches mehr. Also Texte, die sehr, sehr reichhaltig instrumentalisiert und orchestriert sind sprachlich, mit dieser sprachlichen Mischung eine enorme inhaltliche Spannung ausdrücken können. Wie verhalten sich Figuren im Krieg in bestimmten Situationen, die spannungsgeladen sind, sodass verschiedene Perspektiven gleichzeitig einfach durch unterschiedlichen Sprachgebrauch auf engstem Raum zusammengedrückt ausgedrückt werden können. Peter Urban hat das mal als kubistisch bezeichnet, was Isaac Babel mit der Sprache macht. Und die große Frage ist natürlich, wer kann sowas übersetzen? Wie schafft man es, eine so komplexe, so vielschichtige Sprache zu übersetzen? Und ich denke, wir werden heute auch sehr genau zu hören bekommen, wie vielschichtig die Sprache ist. Wenn man mit einer Übersetzung zu tun hat, hat man immer den Eindruck, man steht vor einer Milchglasscheibe und kann das Original nur mühsam erahnen. Bei dieser Ausgabe merkt man auch dank sehr guter Nachbemerkungen, sehr guter editorischer Bemerkungen, sehr guten Kommentars, sehr genau im Detail, wie, warum, welche Übersetzungsentscheidung getroffen worden ist. Man kann also die stilistische Ebene sehr genau nachvollziehen. Ja, wer macht so etwas? Bettina Kalbach ist die Übersetzerin in Heidelberg an der Slavistik als Slavistin tätig, aber vor allem auch als Übersetzerin viele Preise, viele Stipendien international unterwegs. Ich zähle jetzt nicht alle Orte auf, Harvard gehört dazu, Moskau, Südosteuropa, wir haben uns auch in St. Petersburg schon getroffen. Also Sie sehen ein breiter Rahmen, der natürlich zu so einer vielfältigen Sprache auch passt. Mitherausgeber Urs Heftrich, Professor für Slavistik in Heidelberg, ebenfalls vielfältig unterwegs, auch vielfach mit Preisen, Stipendien und Ähnlichem ausgezeichnet. Also wenn jemand das mitbringt, übersetzen zu können, dann sind das die beiden. Ein letztes noch, Sie sagen bescheiden, diese Übersetzung von Bettina Kalbach wäre nur eine Ergänzung zur Übersetzung der Reiterarmee von Peter Urban, die ja schon älter ist, die Sie auch in Ihr Buch mit aufgenommen haben, diese Übersetzung. Aber es ist nicht nur eine Ergänzung, weder quantitativ noch qualitativ, sondern damit wird das erzählerische Werk von Isaac Babel überhaupt erst vollständig erahnbar, dieser riesige sprachliche Kosmos. Bitte schön. Ja, vielen Dank für diese sehr freundliche Einführung und danke auch für das Bild mit der Milchglasscheibe, das werde ich mir merken. Das ist sehr treffend für die Übersetzung. Wir werden das so machen, ich werde jetzt erst einen kurzen Text über Isaac Babel lesen, also eine kleine Einführung geben. Und dann lesen wir aus vier Erzählungen, zum Teil Auszüge, also vier, wie Sie sehen werden, sehr unterschiedlichen Erzählungen, auch immer noch mit kurzen Erklärungen. Und dann können Sie gerne noch Fragen stellen, kommentieren, was Ihnen einfällt. Zuerst zu Isaac Babel. Im Jahr 1926, mit gut 30 Jahren, war Isaac Babel ein literarischer Star. Seine unter dem Titel Reiterarmee veröffentlichten Skizzen aus dem russisch-polnischen Krieg, den Babel als Embedded Journalist miterlebte, machten den 30-Jährigen auch außerhalb der Sowjetunion schlagartig berühmt. Kurt Tucholsky schrieb über das Buch: »Ich und mein Kater haben es schon dreimal gelesen und nicht schlecht dabei geschnurrt.« Nur wenige Jahre später war Isaac Babel fast völlig verstummt. Wohl wissend, dass er sich in Stalins Sowjetunion mit seiner Art des Schreibens in Lebensgefahr brachte. Das selbstverordnete Schweigen half ihm nicht. Am 27. Januar 1940
wurde Babel wegen angeblicher Spionage erschossen. Isaac Babel war der erste Jude, der als russischer Schriftsteller in die russische Literatur eintrat, schrieb der Kritiker Abraham Vishnyov 1926. Geboren wurde der Sohn eines jüdischen Händlers 1894 im Mordawanka-Viertel von Odessa. Zu Hause sprach er Russisch, lernte Jiddisch und Hebräisch. Seine ersten literarischen Gehversuche machte er auf Französisch. Zwei Eigenschaften, die Babels Schaffen prägen, treten schon in seinen frühen autobiografischen Texten zutage. Da ist zum einen die Neugierde, mit der er auch noch das kleinste Detail bemerkte und mit Bedeutung auflud. Nadjezhda Mandelstam sah in der ungestümen Neugier, mit der er das Leben und die Menschen betrachtet, sogar Babels Hauptantriebskraft. Seine zweite Frau, Antonina Piraschkova, überraschte der frisch Verliebte gleich zu Beginn ihrer Liaison mit der Frage: Dürfte ich mal schauen, was in ihrer Handtasche drin ist? Ich interessiere mich schrecklich für den Inhalt von Damenhandtaschen. Dann bot er der jungen Frau einen Rubel für jeden Brief, den sie ihm zu lesen gäbe. Nicht zufällig erscheint Isaac Babel in vielen seiner Erzählungen als bebrillter Voyeur, der mit unbestechlichem Scharfblick das Schauspiel der menschlichen Leidenschaften betrachtet. Dieselbe Neugierde, die den 40-Jährigen in Damenhandtaschen blicken ließ, trieb ihn als jungen Korrespondenten in den Krieg. Einen Krieg, an dessen Grausamkeit er schier zugrunde ging. Und eben diese Neugierde kostete ihn schließlich das Leben. Ich will da nicht mitmischen, sondern nur meine Nase hineinstecken, wonach es hier riecht, antwortete Babel 1937 auf die Frage, warum er mit Männern vom Schlage eines Nikolai Jižov, dem gefürchteten Chef von Stalins Geheimpolizei, Zechgelage feierte. 2 Jahre später endete er im Leichengestank des berüchtigten Lubjanka-Gefängnisses. Die Machtkämpfe innerhalb der Partei hatten auch den ewigen Voyeur Isaac Babel in ihren Strudel gezogen. In Stalins Sowjetunion duldete man keine unbeteiligten Beobachter. Die zweite Eigenschaft, die Babels Werk von Anfang an prägte, ist eine tiefe Anhänglichkeit an Odessa. Isaac Babel verbrachte nur wenige Jahre seines Lebens in der Schwarzmeermetropole und doch ist sein Name unablöslich mit dem seiner Geburtsstadt verbunden. Odessa bildet gewissermaßen das Kraftzentrum seines Schaffens. Die umtriebige Hafenstadt steht im Mittelpunkt einer Poetik, die im Leben selbst den obersten Wert erblickt. Nur von Odessa aus, so Babel 1916, könne die russische Literatur ihre Errettung finden. Von dort werde der literarische Messias kommen, ein Sänger der Sonne wie Maupassant, der die erschlaffte heimische Prosa mit frischem Blut versorgen werde. Babel ließ wenig Zweifel daran, dass er selbst dieser Messias sei. Bemerkenswert selbstbewusst für einen 22-Jährigen, der gerade einmal ein paar Erzählungen veröffentlicht hatte. Tatsächlich hat Babel die russische Literatur um eine südliche Komponente bereichert. Seit seinen Geschichten aus Odessa, aus denen ich am Ende auch lesen werde, ist die Stadt am Schwarzen Meer im kulturellen Bewusstsein Russlands fest verankert, als mythischer, sonnenbeschienener Ort, wo das Leben sich selbst ein ewiges Fest bereitet. Der erste Text, den wir gleich lesen werden, spielt allerdings nicht in Odessa, sondern in der russischen Hauptstadt. Es handelt sich um eine wenig bekannte, relativ frühe Erzählung Babels aus dem Jahr 1922 mit dem Titel »Die Sünde Jesu«. Aber vieles, was wir mit Babels mythischem Süden verbinden, findet sich auch hier. Das Vielvölkergemisch und die Koexistenz unterschiedlicher Religionen, ein typisches Merkmal der Hafenmetropole Odessa, werden in der Sünde Jesu in ein Moskauer Hotel mit dem hybriden Namen Madrid und Louvre verlegt. Dort empfängt die Protagonistin, das Zimmermädchen Arina, alle Männer ganz gleich, welchem Stand oder Glauben sie angehören. Lieferanten, Kirchenälteste, Juden.
Auch das Bekenntnis zur Erotik, das in Babels Berufung auf Maupassant als sein großes Vorbild schon anklang, ist in unserem Beispieltext mit Händen zu fassen. In diesem Fall greift Babel allerdings nicht auf Maupassant zurück, sondern geht direkt an die Quelle der europäischen, erotisch grundierten Novellistik, zu Boccaccios De Camarone. In der zweiten Geschichte des vierten Tages wird dort vom angeblichen Besuch des Erzengels Gabriel bei einer Kaufmannsfrau berichtet. Bei Babel heißt der Engel leicht halbseiden Alfred und die Kaufmannsfrau hat sich in das Zimmermädchen Arina verwandelt. Das erotische Element dient Babel aber nie dazu, einen rein oberflächlichen Sinnenkitzel hervorzurufen. Immer ist die Erotik eine Gegenkraft zu den großen utopischen Weltentwürfen, die im Namen eines Ideals, sei es christlich, sei es kommunistisch, die realen Bedürfnisse des Menschen übersehen. In der Sünde Jesu ist es das Christentum, das eines Besseren belehrt wird. Die ewig schwangere Arina tritt gegen die asketische Tradition des Christentums als Anwältin des Lebens auf. Christus selbst wird seine Sinnenfeindschaft abgewöhnt. Er muss lernen, den ganzen Menschen zu akzeptieren, einschließlich des Unterleibs. Diese unbedingte Lebenszugewandtheit, diese Feier des Kreatürlichen, verbindet diese kleine Erzählung mit Babels Odessa-Geschichten. Der Text ist außerdem noch in anderer Hinsicht typisch für Babel. Man wird in der russischen Literatur, Jürgen Joachim Thaler hat es schon angedeutet, schwerlich einen virtuoseren Stilisten finden als ihn. In der Sünde Jesu entfaltet er ein regelrechtes stilistisches Feuerwerk. Unglaublich, was er hier auf wenigen Seiten alles zusammenbringt. Derbe Volkssprache, den Duktus des Märchens, das Pathos der heiligen Legende und den seit Gogol in der russischen Literatur gepflegten Skas, das heißt die Imitation mündlicher Rede durch den Erzähler. Schon diese kleine Boccaccio-Variation zeigt damit ein Doppeltes. Zum einen, welche stilistische Herausforderung Babels Texte für die Übersetzung darstellen, zum anderen, dass das Spiel mit dem Stil für diesen Autor nie reiner Selbstzweck ist, sondern stets einer tieferen Absicht dient. In diesem Fall, ich sagte es schon, der Verteidigung des kreatürlichen Lebens gegen die Ideologie. Babels Schriftstellerkollege Jewgeni Samjatin hat es in einer Notiz über die Sünde Jesu auf den Punkt gebracht. Zitat Samjatin: Die kleine Geschichte erhebt sich über den prosaischen Alltag und ist erhellt vom Licht eines ernsten Gedankens. Damit kommen wir zum ersten der vier Texte. Die Sünde Jesu. Arina wohnte an der Haupttreppe, gleich bei den fremden Zimmern, und Serjoga, der wohnte an der Dienstbotentreppe, als Gehilfe des Hausknechts. Die beiden lebten in Schande. Am ersten Fastensonntag gebar Arina dem Serjoga Zwillinge. Ewig fließet das Wasser, ewig funkelt der Stern, ewig brünstet der Mann. Arina fand sich ein zweites Mal in den besagten Umständen wieder. Schon geht der sechste Monat ins Land, diese Weibsmonate sind wie der Wind geschwind. Da muss Serjoga bei die Soldaten, eine schöne Bescherung. Arina, nicht faul, geht hin und spricht: Dass ich auf dich warte, Sirgunia, hat keinen Zweck. 4 Jahre werden wir auseinander sein. In 4 Jahren bringe ich gut und gerne Stücker Dreie zur Welt. Zimmerdienst heißt den Rock heben. Der Gast ist König, egal ob Jude oder sonst was. Wenn du vom Militär wiederkommst, bin ich da drinnen ganz ausgelaugt. Als Frau bin ich dann verbraucht. Wie soll ich da noch mit dir mithalten? Stimmt, sagte Serjoga und wiegte den Kopf. Einen Heiratskandidaten habe ich jetzt. Trafimitsch, Lieferant. Ziemlich grobe Herrschaften das. Und Isai Abramitsch, das Alterchen. Kirchenältester von der Nikolaswerzgaja. Kräftemäßig ein bisschen schwach. Aber von eurer verbrecherischen Kraft ist mir eh schon ganz übel. Ich sag jetzt mal frei von der Leber weg. Ihr habt mich ganz hingemacht. Heute in 3 Monaten lege ich ab. Den Säugling tue ich ins Findelhaus und dann wird geheiratet. Serjoga hört's, schnallt den Gürtel ab, packt Arina am Wickel und kühlt sich sein Heldenmütchen. Immer wacker drauf auf den Bauch. Du, sagt die Frau dazu hin, halt mal nicht so auf die Wamme drauf. Die Füllung ist ja von dir und nicht von irgendwem.
Was hat es da Prügel gehagelt? Was hat der Mann Tränen vergossen? Was floss da das Weiberblut? Und nirgends ein Lichtblick, nirgends ein Ausweg. Da begibt sich die Frau zum Herrn Jesus Christ und spricht: So und so, Herr Jesus, ich bin die Arina vom Hotel Madrid und Louvre, was auf der Tverskaya ist. Zimmerdienst heißt den Rock heben. Der Gast ist König, egal ob Jude oder sonst was. Es wandelt auf Erden hienieden dein Diener, der Hausknecht Sirjoga. Dem habe ich voriges Jahr am ersten Fastensonntag Zwillinge geboren. Und sie schilderte dem Herrn alles haarklein. Und wenn Sirjoga gar nicht erst bei die Soldaten geht, meinte der Erlöser, dann schleppt ihn wohl der Reviervorsteher hin. Der Reviervorsteher, sagte der Herr und ließ den Kopf hängen. An den habe ich nicht dran gedacht. Hör mal, und wenn du in Keuschheit lebst? Was denn? 4 Jahre lang? Wenn's nach dir ginge, dürfte man rein gar nichts mehr erleben. Das ist ja seit jeher eine Marotte von dir. Aber wo nimmst du dann das Jungvieh her? Mach mal lieber was Gescheites für mich. Wie schoss da dem Herrn die Röte in die Wangen? Bis ins Mark hat ihn das Weib getroffen, doch er erwiderte nichts. Man kann sich nicht selber aufs Ohr küssen, das ist sogar Gott bekannt. Nun denn, du Magd des Herrn, glorreiche Sünderin, Jungfrau Arina, verkündete da der Herr in seinem Ruhm. Bei mir im Himmelreich lumpt so ein Engelein herum, Alfred mit Namen. Der ist schon ganz rebellisch geworden, weint in einem fort. Herr, was mussten Sie mich im 20. Lebensjahr unter die Engel schicken, wo ich doch so ein putzmunterer Bursche bin? Ich gebe dir, Gottes Magd, den Engel Alfred für 4 Jahre zum Mann. Dir zum Gebet, dir zum Geleit, dir zum Bettgespielen. Und von ihm kriegst du unmöglich ein Kindlein. Nicht einmal ein Entlein kriegst du von dem, denn man hat zwar viel Spaß mit ihm, aber ernst machen kann er nicht. Genau, was ich brauche, rief die Jungfer Arina mit Inbrunst. Bei denen ihrem Ernstmachen kommt ja doch bloß heraus, dass ich bis zu 3 Mal in 2 Jahren fast krepiere. Süß soll deine Erquickung sein, du Gotteskind Arina, leicht wie ein Lied dein Gebet. Amen. Und so ward es zwischen ihnen beschlossen. Man holte Alfred herbei. Ein Bürschlein, schmächtig und zart, hinter den blauen Schilterchen wippen 2 Fittiche, spielen in rosiger Glut wie Täubchen im Himmel baden. Arina betatscht ihn, heult vor lauter Rührung und Weibergefühl. Alfreduschka, mein Trösterchen, du Bräutigam mein. Der Herr schärfte ihr indessen ein, sie müsse, sobald sie sich zu Bett begäben, dem Engel die Fittiche abnehmen. Sie hingen nämlich an so einer Art von Scharnieren, ähnlich wie Türangeln. Abnehmen müsse man sie also und über Nacht in ein sauberes Laken wickeln, denn bei der leisesten Tollerei könnte so ein Fittich zerbrechen, alldieweil er ganz und gar aus Kinderseufzern besteht und nichts sonst. Ein letztes Mal gab der Herr selbigem Bund seinen Segen. Zu diesem Anlass ließ er einen Chor aus lauter Bischöfen rufen. Ein Gesang war das wie Donner so laut. Zu essen gab es nichts. Woher denn? Das ziemt sich doch nicht. Und alsobald eilten Arina und Alfred eng umschlungen auf einem Leiterchen aus Seidenschnur zur Erde hinab. Sie landeten auf der Petrovka. Die hatte das Weib nämlich angesteuert. Dort kaufte sie für Alfred, nicht nur, dass er keine Unterhosen hatte, er war ja komplett im Naturzustand. Dort kaufte sie Lackhalbstiefel, karierte Trikothosen, eine Unterjacke von Jäger und eine Samtweste in Bleu Elektrik. Den Rest, sagte sie, finden wir daheim, mein Schätzchen. Zimmerdienst machte Arina an jenem Tag nicht. Sie nahm sich frei. Sirjoga kam an und randalierte. Aber Arina ging zu ihm hinaus und sagte durch die Tür: Sergej Nifantitsch, ich bin gerade an mir die Füße waschen und bitte drum, sich ohne Randale zu entfernen. Ohne ein Wort ging er davon. Hier tat schon die Engelsmacht ihre Wirkung. Arina bereitete indessen ein richtiges Kaufmannsnachtmahl.
Ach, was hatte sie aber auch für einen verteufelten Ehrgeiz. Ein halber Staff Wodka, dazu extra Wein, Donauhering mit Kartoffeln, ein Samovar voller Tee. Kaum hatte Alfred von diesem irdischen Segen gekostet, da war er auch schon am Boden. Alina hob ihm gerade noch rechtzeitig die Fittiche aus den Angeln und packte sie ein, ihn selbst trug sie zu Bett. So liegt nun denn bei ihr auf dem Daunenpfühl, auf dem lumpichten Sündenlager, das schneeweiße Wunder. Ein überirdisches Leuchten geht von ihm aus, Säulen aus Mondschein und rotem Licht spielen wechselnd durchs Zimmer, schwanken auf schimmernden Beinen. Und Alina weint und frohlockt, singt und betet. Unerhörtes ward ihr zuteil auf dieser zerschundenen Erde, Alina, gebenedeite unter den Frauen. Den halben Stauf hatten sie bis zur Neige ausgetrunken. Und er tat auch alsbald seine Wirkung. Kaum schliefen sie ein, da wälzte sie sich, nicht faul, mit ihrem erhitzten Sechsmonatsbauch, der von Serjoga kam, auf Alfred. Nicht genug, dass sie mit einem Engel schläft, nicht genug, dass neben ihr keiner an die Wand speit, dass keiner schnarcht und röchelt. All das ist ihr nicht genug, dem strotzenden Weibsbild, dem Wütigen. Nein, es muss sich auch noch den flammenden Dickbauch wärmen. Und so zerdrückte sie den Engel Gottes, zerdrückt hat sie ihn in Rausch und Taumel, vor lauter Seligkeit hat sie ihn zerdrückt wie ein Wochenkindlein, hat ihn unter sich zerquetscht. Und also kam seine Todesstunde. Und von den ins Laken eingeschlagenen Fittichen tropften blasse Tränen. Und wie der Morgen graute, da neigten sich die Bäume nieder. In den fernen Wäldern des Nordens ward jede Fichte zum Popen, fiel jede Fichte auf die Knie. Erneut steht das Weib vor dem Thron des Herrn, breitschultrig, mächtig, auf ihren roten Armen liegt der Jünglingsleichnam. Sieh, o Herr! Da ertrug Jesu sanftes Herzes nicht länger und in seinem Zorn verfluchte er die Frau. So wie es hergeht auf Erden, so soll es auch dir ergehen, Alina. Was denn, Herr? Gibt die Frau tonlos zur Antwort. Hab denn ich meinen schweren Leib erschaffen? Hab ich den Wodka gebrannt? Hab ich mir die Weibseele ausgedacht, einsam und dumm, wie sie ist? Ich will mit dir nichts mehr zu schaffen haben, ruft da der Herr Jesus Christus aus. Du hast mir meinen Engel zerdrückt. Ach, du Schandbraten! Und ein eitriger Windstoß fegt Alina zurück auf die Erde, in die Tverskaya-Straße, in das ihr beschiedene Hotel Madrid und Louvre. Und dort sind schon alle Dämme gebrochen. Serjoga haut ein letztes Mal auf den Putz, dieweil er ja nun Rekrut ist. Der Lieferant Trafimitsch ist soeben aus Kalomna eingetroffen, da erblickt er Alina, gesund und rotbackig, wie sie ist. Ach, du Wanstel, sagt er, und ähnliches mehr. Wie Isai Abramowitsch das Alterchen von dem Wanstel hört, kommt er auch gleich ins Näseln. Ehrlich machen kann ich dich nicht, nach allem, was vorgefallen ist, sagt er, aber beiliegen kann ich wie gehabt. In der feuchten Mutter Erde müsste er liegen und nicht sonst was treiben. Aber auch er hat ihre Seele besudelt. Alle waren sie wie von der Kette gelassen. Die Küchenjungs, die Kaufleute und die Fremdlinge. Ein Handelsmann versteht was vom Vergnügen. Und hier ist das Märchen zu Ende. Kurz vor der Geburt, da die Zeit 3 Monate abgemessen hatte, ging Alina in den Hinterhof bei der Hausknechtswohnung, hob ihren entsetzlich wuchtigen Bauch zum seidigen Himmel empor und sprach ohne Sinn und Verstand: Siehst du die Wanne hier, Herr? Die dreschen drauf rum, wie wenn es Erbsen wären. Was ist bloß los? Ich verstehe es einfach nicht. Und sowas will ich, Herr, nicht nochmal erleben. Darob netzte Jesus Alina mit seinen Tränen. Auf die Knie fiel der Erlöser. Vergib mir, Alinuschka, mir sündigem Gott, dass ich dir das angetan habe. Nichts da. Von mir kriegst du keine Vergebung, Jesus Christ. Nichts da.
So viel zur Sünde Jesu, ein früher Text von Babel von 1922. Die nächste Erzählung, aus der ich nur einen Auszug lesen werde, ist ebenfalls eine frühe Erzählung, 1918. Und sie zeigt, wie stark Isaac Babel in der jiddischen literarischen Tradition verwurzelt ist. Er hat ja selber aus dem Jiddischen übersetzt, war der jiddischen Kultur sehr verbunden. Und in diesem Text, anders als in manchen anderen, verwendet er keine jiddische Syntax im Russischen, auch keine jiddischen Begriffe, das tut er sowieso sehr selten, sondern das Jiddische kommt eher so als allgemeiner Sprachduktus zum Vorschein, also in der Weise, wie argumentiert wird, wie die Figuren ihre Rede gestalten, also eher so als jetzt auf der Ebene der Lexik. Auch hier, wie bei der anderen Erzählung, greift Babel auf bereits vorhandenes Material zurück. Das tut er ohnehin gerne, also er erfindet selten, sondern sucht sich seine Stoffe entweder in der Literatur oder zum Teil lässt er sich auch von Freunden irgendwelche Anekdoten berichten. In diesem Fall schöpft er aus einem jiddischen Anekdotenzyklus um die jüdische Trickster-Figur des Herrschele Ostropoler, zu der ich gleich noch was sage. Diese Anekdotensammlung gibt es auch auf Deutsch, wurde in den 20er Jahren veröffentlicht in der Übersetzung von einem Chaim Bloch. Und wenn Sie einen Blick in das Buch werfen, werden Sie sehen, dass das ganz kurze Texte sind, also zum Teil nur eine Drittelseite. Und Sie werden jetzt hier merken, also eine dieser Anekdoten hat Babel eben aufgegriffen, was er daraus macht, aus diesem anekdotischen Kern, also er schmückt das aus. Herrschele Ostropoler, der Held dieser Erzählung, ist eine Art jüdischer Till-Eulenspiegel. In vielen Anekdoten wird berichtet, wie sich dieser Herrschele die Dummheit der Menschen zunutze macht, um sich seinen ewig knurrenden Magen zu füllen. Eine davon, die Geschichte vom Shavos Nachamu, hat Isaac Babel neu erzählt. Ich muss dazu sagen, er wollte eigentlich einen ganzen Zyklus schreiben von diesen Herrschele-Geschichten. Dazu ist es aus unbekannten Gründen nicht gekommen. Shavos Nachamu, zur Klärung, heißt der erste Schabbat des Trostes, nach dem Trauertag des 9. Av, an dem der Zerstörung des Tempels gedacht wird. Das aber wissen nicht alle und davon profitiert Herrschele. Hören wir also, was Isaac Babel aus der kurzen Anekdote macht. Und ich steige jetzt mitten in die Erzählung ein zum Kontext. Herrschele hat wieder einmal kein Geld für das Schabbesmahl und mit einem Magen leer wie ein Blasinstrument macht er sich auf, um für die Familie etwas zu machen. Ein paar Bissen zu ergattern. Als Herrschele ein Stück Weg, 5 Wjorst mochten es sein, zurückgelegt hatte, kam er an einen Wald. Die Sonne verließ bereits ihren Posten. Am Himmel loderten zarte Feuer auf. Barfüßige Mädchen trieben die Kühe von der Weide. Unter jeder Kuh schwang ein rosa Euter voller Milch. Im Wald empfingen Herrschele kühle und stiller Dämmer. Die grünen Blätter neigten sich eines dem anderen zu, kosten sich mit flachen Händen und zogen sich, nachdem sie in der Höhe leise miteinander gewispert hatten, raschelnd und zitternd zurück. Herrschele achtete nicht auf ihr Gewisper. In seinem Magen spielte ein Orchester, so groß wie auf einem Ball beim Grafen Potocki. Sein Weg war noch weit. Von den Flanken der Erde eilte leichtes Dunkel herbei, schlug über Herrscheles Kopf zusammen und wehte über die Erde. Am Himmel entflammten reglose Lichter. Die Erde verstummte. Es war Nacht, als Herrschele zu einer Schenke kam. Im Fensterchen brannte ein kleines Licht. Drinnen, im warmen Zimmer, saß die Wirtin Selda am Fenster und nähte Windeln. Ihr Bauch war so riesig, als schickte sie sich an, ein Dreigespann zu gebären. Herrschele besah sich ihr kleines rotes Gesichtchen mit den blauen Augen und grüßte. »Darf ich mich ein wenig bei euch ausruhen, Wirtin?« »Ja, ruht euch aus.« Herrschele setzte sich. Seine Nüstern waren gebläht wie Schmiedebälge. Ein heißes Feuer gleiste im Ofen, in einem großen Kessel schäumte kochendes Wasser um schneeweiße Wareniki. Sacht schwankte ein fettes Huhn in goldener Bouillon. Vom Backofen wehte der Duft eines Rosinenkuchens.
Herschele saß auf dem Bänkchen gekrümmt wie eine Wöchnerin vor der Niederkunft. In einem einzigen Augenblick wurden in seinem Kopf mehr Gedanken geboren, als König Salomo Weiber besaß. Im Zimmer war es still, das Wasser kochte und auf goldenen Wogen schwankte das Huhn. »Wo ist euer Mann, Wirtin?« fragte Herschele. »Mein Mann ist zum Pan gefahren, den Pachtzins bezahlen.« Die Wirtin verstummte. Ihre Kinderaugen glubschten. Sie sagte plötzlich, »Ich sitze hier so am Fenster und denke. Und jetzt will ich euch was fragen, Herr Jude. Ihr kommt doch bestimmt viel herum in der Welt. Seid beim Rebbe in die Schule gegangen und wisst über unser Leben Bescheid. Ich bin bei niemandem in die Schule gegangen.« Sagt Herr Jude, »kommt er schon bald zu uns, der Schabos nach Hamu?« »Schau an«, dachte Herschele, »das Fräglein ist gut. Es wachsen doch allerlei Kartoffeln in Gottes Gemüsegarten.« »Ich frage, weil mein Mann mir versprochen hat, wenn der Schabos nach Hamu kommt, dann fahren wir die Mamascha besuchen. Und ein Kleid kaufe ich dir und eine neue Perücke. Und wir fahren zu Rabbi Motale und bitten, dass uns ein Sohn und keine Tochter geboren wird. Das alles, wenn der Schabos nach Hamu kommt. Ich denke, das ist ein Mann aus dem Jenseits.« »Ihr täuscht euch nicht, Wirtin«, antwortete Herschele. »Gott selbst hat euch diese Worte auf die Lippen gelegt. Einen Sohn und eine Tochter werdet ihr haben. Ich bin es ja, der Schabos nach Hamu, Wirtin.« Die Windeln glitten von Seldas Schoß. Sie erhob sich und ihr kleines Köpfchen stieß gegen den Deckenbalken, denn Selda war groß und fett, rot und jung. Ihre hohe Brust glich zwei prall gefüllten Kornsäckchen. Die blauen Augen weiteten sich wie bei einem Kind. »Ich bin es, der Schabos nach Hamu«, bekräftigte Herschele. »Den zweiten Monat bin ich schon unterwegs, Wirtin, unterwegs, den Menschen zu helfen. Es ist ein langer Weg vom Himmel auf die Erde. Meine Stiefel sind schon ganz zerrissen. Ich bringe euch Grüße von all den Eurigen.« »Von meiner Tante Pesja«, schrie die Frau, »und von Papascha und Tante Golda, kennt ihr sie?« »Wer kennt die nicht?« antwortete Herschele. »Gesprochen habe ich mit ihnen, genauso wie ich jetzt mit euch spreche.« »Wie geht es ihnen dort?« fragte die Wirtin und faltete die zitternden Hände über dem Bauch. »Schlecht«, sagte Herschele betrübt. »Wie soll es einem Toten schon gehen? Bälle gibt man dort keine.« Die Augen der Wirtin füllten sich mit Tränen. »Kalt ist es dort«, fuhr Herschele fort, »kalt und die Kost ist schmal. Man isst ja genau wie die Engel. Im Jenseits hat keiner das Recht, mehr als die Engel zu essen. Was braucht so ein Engel? Der kippt einen Schluck Wasser und satt ist er. Ein Gläschen Wodka kriegt ihr dort in 100 Jahren nicht zu Gesicht.« »Armer Papascha«, flüsterte die Wirtin bestürzt. »Zu Pesach nimmt er sich eine Latke. Der eine Pfannkuchen muss ihm reichen für einen Tag und eine Nacht.« »Arme Tante Pesja«, zitterte die Wirtin. »Ich gehe ja selbst hungrig«, sagte Herschele mit schief gelegtem Kopf, und eine Träne rann ihm über die Nase und verschwand in seinem Bart. »Aber ich darf mich nicht mucksen. Ich gehöre doch dort mit zu ihrem Kreis.« Herschele brachte seine Rede nicht zu Ende. Mit den dicken Beinen stampfend trug ihm die Wirtin eifrig Teller, Näpfe, Gläser, Flaschen auf. Herschele machte sich ans Essen und da begriff die Frau, dass er wirklich ein Mann aus dem Jenseits war. Zum Auftakt verzehrte Herschele gehackte Leber in durchsichtigem Fett abgeschmelzt, mit fein gehäckselter Zwiebel. Dann trank er ein Gläschen vom Wodka des Pans. In diesem Wodka schwammen Apfelsinenscheiben. Dann aß er Fisch, mischte die aromatische Brühe mit Kartoffelbrei und goss zum Abschluss ein halbes Einmachglas roten Meerrettich auf den Tellerrand. Ein Meerrettich, der 5 Pans mit Stirnlocke und Kontusch zum Weinen gebracht hätte. Nach dem Fisch ließ Herschele das Huhn zu Ehren kommen,
und schlürfte die heiße Bouillon, auf der Fettaugen schwammen. Die Variniki, die in zerschmolzener Butter badeten, hüpften Herschel in den Mund, wie ein Hase vor dem Jäger davon hüpft. Was mit dem Kuchen geschah, darauf braucht man nicht näher einzugehen. Was konnte schon damit geschehen, wo doch Herschel manchmal ein ganzes Jahr lang keinen Kuchen zu Gesicht bekam. Nach dem Essen packte die Wirtin ein paar Sachen zusammen, die sie Herschele ins Jenseits mitgeben wollte. Für Papascha, Tante Golda und Tante Pisia. Für Papascha legte sie einen neuen Thales bereit. Eine große Flasche Kirschlikör, ein Glas Himbeerkonfitüre und ein Beutelchen Tabak. Für Tante Pisia waren warme graue Strümpfe hergerichtet. An Tante Golda gingen die alte Perücke, ein großer Kamm und ein Gebetbuch. Außerdem stattete sie Herschele mit Stiefeln aus, einem großen runden Brotlaib, Grieben und einer Silbermünze. »Grüßt Sie, Herr Schabosnacharmu, grüßt Sie alle von mir«, sagte sie Herschele, der ein schweres Bündel davontrug, zum Abschied. »Oder wartet noch ein bisschen, bald kommt mein Mann nach Hause.« »Nein«, antwortete Herschele, »ich muss mich beeilen. Glaubt ihr, ihr seid die Einzige auf meiner Liste?« Die Erzählung geht dann natürlich noch weiter. Also wir hatten nur die erste vollständig gelesen, die anderen drei Texte sind Ausschnitte. Jetzt muss ich Sie auf einen radikalen Stimmungswechsel vorbereiten. Wir hatten noch überlegt, ob wir einfach nur den fröhlichen, heiteren Babel hier präsentieren, haben uns aber doch dazu entschlossen, auch ein anderes Register, für das Babel berühmt geworden ist, vor allem mit seiner Reiterarmee, hier zu zeigen. Babel ist unter anderem ja auch bekannt geworden für diese Erzählungen aus dem Krieg, die durch ihre Schockästhetik und die tatsächlich sehr berührende Weise, wie er schildert, wozu Menschen fähig sind, bekannt geworden sind. Die Erzählungen der Reiterarmee sind in dem Band des Hansa Verlages in der Übersetzung von Peter Urban, der kürzlich leider gestorben ist, wiedergegeben. Daraus wollen wir jetzt natürlich nicht lesen. Wir beschränken uns ausschließlich auf Texte, die Bettina Kalbach übertragen hat. Es gibt aber auch noch über die Reiterarmee hinaus Texte von Babel, die diese sehr erschütternde Qualität haben. Das ist insbesondere ein Zyklus, den er begonnen hatte. Wir wissen nicht, wie viel davon er schreiben konnte, weil bei seiner Verhaftung ungefähr 25 Ordner mit Manuskripten verschwunden sind. Ein Zyklus über die Zwangskollektivierung der Ukraine, das, was heute als Holodomor mit millionenfachem Sterben von Hunger, Tod als Folge bekannt geworden ist, wo er diese Zwangskollektivierung der Ukraine eigentlich journalistisch begleiten sollte im Sinne der Partei. Er ist dann dahin gefahren, 1930 in die Ukraine, hat sich das angeschaut. Und es gibt einen Bericht eines Bekannten von Babel, der erzählt, wie Babel mitten in der Nacht im Winter bei ihm an die Tür klopfte, völlig durchgefroren und sagte, das kann man nicht beschreiben, im Zustand völliger Verzweiflung. Er hat es trotzdem versucht, es zu beschreiben. Es gibt zwei Erzählungen von diesem Zyklus, die erhalten sind, die selbstverständlich damals nicht publiziert werden konnten. Also sie sind erst Ende der 60er Jahre dann veröffentlicht worden. Zunächst im Exil. Ich werde jetzt lesen den Anfang der Erzählung Karl Iwuschka. Das ist der Name eines Bauern, das ist die Hauptfigur. Eine Abkürzung kommt in dem Text vor und wir wollen sie jetzt hier auch nicht auflösen, weil ja auch Abkürzungen wesentlich dazugehört haben zu den Herrschaftstechniken der Sowjets. Es geht um die Abkürzung REK, das steht für das Kreisvollzugskomitee. Es ist also eine Behörde, die Macht hat, das RIK. Der Titel der Erzählung ist Karl Iwuschka. Sie kamen zu viert auf Iwan Karl Iwuschkas Hof. Iwaschko, Bevollmächtigter des RIK, Jevdakim Nazarjenka, Vorsitzender der Dorfrada, Zhitniak, Vorsteher der frisch gegründeten Kolchose und Adrian Morinets. Adrian bewegte sich wie ein Turm, der sich von der Stelle rührt und losmarschiert. Iwaschko lief,
die berstende Segeltuchmappe an den Leib gepresst, an den Stallungen vorbei und preschte in die Karte. An dunklen Rocken spannen beim Fenster Iwans Frau und zwei seiner Töchter Garn. In ihren Kopftüchern, den hochgeschlossenen Umhängen und den sauberen, bloßen Füßchen wirkten sie wie Nonnen. Zwischen Handtüchern und billigen Spiegeln hingen Fotografien von Fähnrichen, Lehrerinnen und Sommerfrischlern auf der Datscha. Iwan trat nach den Besuchern in die Karte und nahm die Mütze ab. »Was zahlt ihr an Steuer?«, fragte Iwaschko nervös. Der Vorsitzende Jevdokim verfolgte, die Hände in den Taschen, das Kreisen des Spinnrads. Iwaschko schnaubte, als er erfuhr, dass Kalivuschka 216 Rubel zahlte. »Mehr hat der Nipp zu Weg gebracht?« »Scheint's nicht.« Zhignyak spannte die trockenen Lippen. Der Vorsitzende Jevdokim blickte weiter aufs Spinnrad. Kalivuschka blinzelte seiner Frau von der Schwelle aus zu. Sie zog hinter den Heiligenbildern einen Beleg hervor und reichte ihn dem Bevollmächtigten des RIK. »Saatfonds?« fragte Iwaschko abrupt und scharrte vor Ungeduld mit dem Fuß, bohrte ihn in die Dielenbretter. Jevdokim hob den Blick und ließ ihn durch die Karte schweifen. »Die Wirtschaft hier«, sagte Jevdokim, »hat alles abgeliefert, Genosse Vorsteher. Das kann gar nicht sein, dass die Wirtschaft hier was nicht abgeliefert hätte.« Die getünchten Wände wölbten sich über den Gästen zu einer niedrigen, warmen Kuppel. Die Blumen im Lampenglas, die schlichten Schränke, die gescheuerten Bänke, auf allem lag der Widerschein einer peinlichen Sauberkeit. Iwaschko setzte sich in Marsch und eilte, mit der Mappe wedelnd, zur Tür. »Genosse Vorsteher«, fragte Kalivuschka und lief ihm nach, »krieg ich eine Weisung oder was?« »Du kriegst schon noch dein Schrieb«, schrie Iwaschko und rannte mit schlackernden Armen weiter. Adrian Marinjetz folgte ihm in seiner ganzen übermenschlichen Größe. Im Tor tauchte der lustige Gemeindediener Thymisch auf und heftete sich an Iwaschkos Fersen. Auf langen Beinen starkte Thymisch durch den Schmutz der Dorfstraße. »Was ist Sache, Thymisch?« Iwan winkte ihn her und packte ihn am Ärmel. Der Gerichtsvollzieher, eine lustige Bohnenstange, beugte sich nieder und öffnete den perlenbesetzten Rachen mit der himbeerroten Zunge. »Dein Haus kommt in die Requisition. Und ich? Du wirst deportiert.« Und die Misch stürmte auf seinen Storchenbeinen der Obrigkeit hinterher. In Iwans Hof stand ein angeschirrtes Pferd. Die roten Zügel waren über die Weizensäcke geworfen. In der Hofmitte, neben der krummen Linde, stand ein Baumstumpf. Darin stak die Axt. Iwan fasste sich an die Mütze, schob sie zurück und setzte sich. Die Stute schleifte den Hörnerschlitten zu ihm her, streckte die Zunge heraus und wölbte sie zu einem Röhrchen. Das Pferd war trächtig. Sein Bauch ragte steil nach beiden Seiten. Spielerisch schnappte die Stute nach der wattierten Schulter ihres Herrn und schüttelte sie. Iwan blickte zu seinen Füßen. Um den Baumstumpf kräuselte sich der zertrampelte Schnee. Kalivuschka beugte sich vor, zog die Axt heraus, hielt sie einen Augenblick lang hoch erhoben in der Schwebe und hieb sie dem Pferd auf die Stirn. Das eine Ohr sprang ab, das andere fuhr hoch und legte sich an. Aufstöhnend raste die Stute los. Der Schlitten kippte, der Weizen breitete sich in Schlangenlinien über den Schnee. Die Stute schlug mit den Vorderbeinen und warf das Maul hoch. Bei der Scheune verfing sie sich in den Zinken der Egge. Hinter einem Schleier aus strömendem Blut traten ihre Augen hervor. Sie stimmte ein Klagelied an. Das Fohlen drehte sich in ihr, auf dem Bauch schwoll eine Ader. »Lass uns wieder gut sein«, sagte Iwan und streckte ihr die Hand hin. »Lass uns wieder gut sein, mein Töchterchen.« Die Hand, die er hinhielt, war offen.
Das Ohr der Stute hing herab, ihre Augen schielten, um sie glänzten blutige Ringe, Hals und Maul bildeten eine gerade Linie. Die Oberlippe stülpte sich verzweifelt um. Das Hintergeschirr straff gespannt, setzte sie sich in Bewegung und schleifte die hüpfende Egge hinter sich her. Ivan schwang hinter seinem Rücken den Arm mit der Axt. Der Hieb saß zwischen den Augen. In dem zusammenbrechenden Tier drehte sich noch einmal das Fohlen. Ivan umkreiste den Hof, ging zur Scheune und schob die Kornschwinge ins Freie. Mit weiten, gemessenen Schwüngen zerhackte er die Maschine, wühlte mit der Axt im zarten Geflecht aus Rädern und Trommel. Auf der Treppe erschien die Frau im hochgeschlossenen Umhang. »Mutter«, hörte Ivan eine ferne Stimme, »Mutter, er macht alles hin!« Die Tür ging auf. Aus dem Haus kam, auf ihren Stock gestützt, eine Alte in Leinenhosen. Gelbes Haar rahmte ihre Wangenhöhlen, der Kittel hing ihr wie ein Totenhemd am flachen Leib. Die Alte setzte die zottigen Strümpfe in den Schnee. »Du Henker«, sagte sie und nahm dem Sohn die Axt weg, »hast du an deinen Vater gedacht und deine Brüder, was auf Zwangsarbeit sind, hast du an die gedacht?« Die Nachbarn versammelten sich im Hof. Die Mujiks standen im Halbkreis und schauten zur Seite. Ein fremdes Weib fuhr hoch und kreischte los. »Hau ab, du Aas«, sagte ihr Mann. Ivan stand an die Wand gelehnt. Sein Atem klang rasselnd durch den Hof. Es schien, als vollführte er eine mühsame Arbeit, wie er die Luft einsog und wieder ausstieß. Kalibuschkas Onkel Terenti war am Tor zugange und versuchte, es zuzusperren. »Ich bin ein Mensch«, sagte Ivan plötzlich zu den Umständen. »Ein Mensch bin ich, ein Bauersmann. Habt ihr noch nie kein Mensch gesehen?« Ja, also es ist etwas schwierig natürlich von dieser Erzählung jetzt wieder einen Bogen zu schlagen zu einem ganz anderen Stil und einer ganz anderen Thematik. Ich werde jetzt gleich noch einen Auszug aus einer der Geschichten aus Odessa lesen, wo es auch um Gewalt geht. Das sind sehr brutale Geschichten, wenn man sie sich genauer betrachtet. Allerdings kann ich Sie beruhigen, es geht hier eher um Gewalt, die im komödiantischen Gewand daherkommt. Also es ist ganz anders als das, was wir gerade gehört haben. Die Geschichten aus Odessa sind die Texte, für die Babel im heutigen Russland eigentlich auch noch am bekanntesten ist. Also dort werden eher diese Geschichten gelesen als etwa die Reiterarmee. Und ich werde zunächst jetzt noch mal etwas zu Odessa sagen, also zu diesem Ort und dem Stellenwert, den er in Babels Schaffen hat und überhaupt auch in der russischen Kultur. Den Juden im Russischen Reich galt das leichtlebige Odessa mit seinem vielsprachigen Völkergemisch seit jeher als Sündenpfuhl und Sehnsuchtsort zugleich. 7 Meilen herum Odess brennt das Gehennem, schimpften die Traditionalisten. 7 Meilen um Odessa brennt das Höllenfeuer. Leben wie Gott in Odess wollten indessen diejenigen, die unter der Enge der Städtler litten, jenen Siedlungen im Süden und Westen des Reichs, wo die Juden in furchtbarer Armut leben mussten. Wir haben vorher von Herschel der Ostropoler gehört, der sein Schabbesmahl nicht bezahlen kann. Das wäre also eher diese Sphäre. Tatsächlich wehte in Odessa ein frischerer Wind als im übrigen Zarenreich. Und vor allem bot die Hafenmetropole den russischen Juden ungeahnte Aufstiegschancen und damit die Möglichkeit, religiöser Enge und zaristischer Unterdrückung gleichermaßen zu entfliehen. Doch auch in dem Schwarzmeer-Eldorado herrschte Armut und die jüdischen Glückssucher, die sich in Elendsvierteln wie der Moldawanka drängten, waren alles andere als zimperlich, wenn es darum ging, sich ein Stück vom Kuchen zu sichern. Die kriminelle Unterwelt von Odessa hatte schon vor Isaac Babel in ganz Russland legendären Status erreicht. Bis zu 40.000 Ganoven sollen in der Hafenstadt ihr Unwesen getrieben haben.
Journalisten und Schriftsteller widmeten sich mit Gusto den Machenschaften der Polyglotten, Taschendiebe und Lockvögel, Falschspieler und Erpresser. Aber erst Isaac Babel hat in seinen Geschichten aus Odessa den Mafiosi von der Moldawanka ein bleibendes Denkmal gesetzt. Der Jargon, den er seinem Gangsterkönig Benja Krieg in den Mund legte, besaß schon unter den Zeitgenossen Kultstatus. Nach dem Erscheinen der Geschichten aus Odessa in den 1920er Jahren war es in Russland modisch, in der Sprache Benja Kriegs zu reden, wie ein Zeitgenosse es formulierte. Und so ist es im Grunde geblieben. Babels Gangster mit ihren himbeerroten Westen, den fuchsbraunen Jacketts und Lederstiefeln von der Farbe des Himmelsazurs leben auch heute in zahllosen russischen Filmen, Musicals, Theateradaptionen fort. Es hat immer wieder auch Stimmen gegeben, die Babel vorwarfen, er verherrliche die kriminellen Welt. Tatsächlich erscheint in Babels Odessa-Geschichten das Verbrechen mit einer karnevalistischen Leichtigkeit, die über die tatsächliche Horrorbilanz hinwegtäuscht. Babels Gangster sind keine Waisenknaben. Ihr Repertoire reicht von Brandstiftung und Erpressung bis hin zum Mord. Doch die halbseidene Eleganz, die Höflichkeit dieser Ganoven in himbeerroten Westen lässt den Schrecken ihrer Taten verblassen. Die Kriegs, deren Nachname allein schon lärmende Durchsetzungskraft verbirgt, zu Deutsch bedeutet der Nachname Krieg so viel wie Schrei, diese Kriegs sind sympathische Kraftmenschen, die mit ihrer blanken Vitalität die Polizei und den antisemitischen Mob gleichermaßen in Schach halten. Und hier zeigt sich der ernste Untergrund der Geschichten aus Odessa. Denn Isaac Babel war sehr wohl bewusst, dass die Realität der russischen Juden mit der seiner lebensfrohen Mafiosi nichts gemein hatte. Kein Autor hat jüdisches Leiden und antijüdische Gewalt im Zarenreich und in der frühen Sowjetunion so eindringlich, so berührend geschildert wie Isaac Babel in seinen Erzählungen. Insofern sind die furchtlosen jüdischen Übermenschen von der Moldawanka sicher auch eine Entlastungsfantasie. Ein Gegenbild zu den Luftmenschen à la Herschele, der jüdischen Städtler, jenen armen Schluckern, die nichts besaßen außer der Luft, die sie atmeten. Ich lese jetzt einen Auszug aus der Erzählung, wie es in Odessa gemacht wurde, die in Russland viel zitiert wird, also bestimmte Aussprüche dieser jüdischen Ganoven sind wirklich in aller Munde, wobei nicht alle wissen, woher das eigentlich stammt, aber es wird viel zitiert. Im Mittelpunkt dieser Erzählung steht der bereits erwähnte Benja Krieg, der Gangsterkönig von der Moldawanka. Was macht einen wie Benja zum König? Warum hat allein Benja Krieg das oberste Ende der Strickleiter erklommen und alle anderen blieben unten hängen, auf den schwankenden Sprossen? Diese Frage stellt der bebrillte Erzähler in dieser Geschichte, der nicht zufällig eine gewisse Ähnlichkeit mit Isaac Babel aufweist. Diese Frage also stellt der Erzähler dem Arie Leib, einem alten Mann in hohen Jahren, der von seinem Platz auf der Friedhofsmauer bei der Moldawanka den Aufstieg des Königs verfolgt hat. Benja, so viel zum Kontext, ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Grünschnabel, spricht bei Frohim Gratsch vor, dem Gangsterboss von der Moldawanka, und bietet ihm seine Dienste an. Nimm mich auf, an deinem Ufer will ich auflaufen. Das Ufer, an dem ich auflaufe, wird im Gewinn sein. Gratsch fragte ihn, wer bist du? Von wannen kommst du und was treibt dich um? Stell mich auf die Probe, Frohim, antwortete Benja, und hören wir auf, wie die Katz ums heiße Eisen zu schleichen. Schleichen wir nicht länger ums Eisen, antwortete Gratsch. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und die Gangster versammelten sich zu einem Rat, um über Benja Krieg nachzudenken. Ich war nicht dabei bei diesem Rat, aber man sagt, sie hätten sich zu einem Rat versammelt. Ältester war damals der inzwischen verstorbene Ljufka Buik. Was tut sich bei dem unter der Mütze, bei diesem Benchik? Fragte der verstorbene Buik. Und der einäugige Gratsch
sagte seine Meinung. Benja sagt wenig, aber er sagt es mit Schmackes. Er sagt wenig, aber man wünscht sich, dass er noch was sagt. Wenn das so ist, rief der verstorbene Ljufka, dann stellen wir ihn mit Tartakowski auf die Probe. Stellen wir ihn mit Tartakowski auf die Probe, beschloss der Rat, und alle, in denen noch ein Gewissen logierte, erröteten, als sie den Beschluss vernahmen. Warum sind sie errötet? Das erfahren sie, wenn sie mir folgen, wohin ich sie führe. Tartakowski nannte man bei uns den Anderthalbjid oder Neun Überfälle. Anderthalbjid nannte man ihn, weil in einen einzelnen Juden nicht so viel Dreistigkeit passte und so viel Geld, wie es Tartakowski besaß. Er überragte den längsten Polizisten in Odessa und wog schwerer als die dickste Jüdin. Und Neun Überfälle nannte man Tartakowski, weil die Firma Ljufka Buick & Co. nicht 8 Überfälle und nicht 10, sondern eben 9 Überfälle auf sein Kontor verübt hatte. Benja, der damals noch nicht König war, bekam die Ehre, den 10. Überfall auf den Anderthalbjiden auszuführen. Als ihm Froim das mitteilte, sagte er ja und schlug beim Hinausgehen die Tür zu. Warum hat er die Tür zugeschlagen? Das erfahren Sie, wenn Sie mir folgen, wohin ich Sie führe. Tartakowski hat eine Mörderseele, aber er ist einer von uns. Er ist aus uns hervorgegangen. Er ist von unserem Fleisch und Blut, als hätte uns die gleiche Mama geboren. Halb Odessa ist in seinen Läden angestellt. Der 10. Überfall auf einen Tartakowski, das ist ein starkes Stück. Benja, der damals noch nicht König war, begriff dies besser als jeder andere. Aber er sagte ja zu Gratsch und schrieb noch am selben Tag Tartakowski einen Brief von der Art, wie solche Briefe eben sind. Hochverehrter Ruvim Orsipowitsch, würden Sie bitte so freundlich sein, bis Samstag unter der Regentonne so und so viel zu deponieren und so weiter. Im Weigerungsfalle, was Sie sich in letzter Zeit herauszunehmen beliebten, erwartet Sie eine große Enttäuschung in Ihrem Familienleben. Hochachtungsvoll der Ihnen bekannte Benzion Krieg. Tartakowski war nicht faul und antwortete ohne Zögern. Benja, wenn du ein Idiot wärst, würde ich dir schreiben wie einem Idioten. Aber ich halte dich nicht für einen solchen und Gott behüte den, der es täte. Du führst dich geradezu auf, als wärest du noch ein Junge. Weißt du wirklich nicht, dass sie heuer in Argentinien eine Ernte haben, dass man drin versinkt, und wir hocken auf unserem Weizen und werden ihn nicht los? Und ich sag dir Hand aufs Herz, dass ich genug davon habe, im Alter bitteres Brot zu essen und den ganzen Ärger mitzumachen, nachdem ich mein Leben lang wie der letzte Frachtkutscher gerackert habe. Und was habe ich am Ende von all der lebenslangen Sklavenarbeit? Geschwüre, Schrunden, Scherereien und Schlaflosigkeit. Lass die Dummheiten, Benja, dein Freund, viel mehr als du es ahnst, Ruvim Tartakowski. Der Anderthalbjid hatte das Seine getan. Er hatte den Brief geschrieben. Aber die Post stellte den Brief nicht an die angegebene Adresse zu. Als Benja keine Antwort erhielt, wurde er böse. Am folgenden Tag erschien er mit 4 Freunden in Tartakowskis Kontor. 4 Burschen mit Masken und Revolvern drangen ins Zimmer. Hände hoch, sagten sie und fuchtelten mit den Pistolen. Immer mit der Ruhe, Solomon, mahnte Benja einen, der lauter als die anderen schrie. Gewöhn dir nicht an, bei der Arbeit nervös zu sein. Und er wandte sich zu dem Handlungsgehilfen, der weiß war wie der Tod und gelb wie Lehm, und fragte, ist der Anderthalbjid im Geschäft? Die Herrschaften sind nicht im Geschäft, antwortete der Handlungsgehilfe, der mit Nachnamen Muginstein hieß und sein Vorname war Iosif und er war der ledige Sohn von Tante Pesia, der Hühnerhändlerin vom Siridinskaer Platz. Na los, wer ist hier der Stellvertreter vom Patron? Bedrängten sie den unglückseligen Muginstein. Ich bin sein Stellvertreter, sagte der Gehilfe,
grün wie ein grünes Gräslein. Dann sperr uns mit Gottes Hilfe die Kasse auf, befahl Benja, und die Oper in drei Akten begann. Salomon, der Nervöse, packte Geld, Papiere, Uhren und Monogramme in den Koffer. Der verstorbene Josef stand mit erhobenen Händen vor ihm, und Benja erzählte derweil Geschichten aus dem Leben des jüdischen Volks. »Wenn er sich nun schon als Rothschild aufspielen muss«, sagte Benja über Tartakowski, »dann soll er im Feuer schmoren. Erklär mir das Mugin stehen wie einem Freund. Er kriegt also einen Geschäftsbrief von mir. Wieso kann er da nicht für 5 Kopeken in die Straßenbahn steigen und zu mir in die Wohnung kommen und mit meiner Familie ein Gläschen Wodka trinken und speisen, was Gott beschert hat? Benja, was hätte ihn daran gehindert, sein Herz vor mir offen zu legen? Benja, hätte er sollen sagen, so und so, da hast du meine Bilanz. Gib mir noch ein paar Tage Zeit. Lass mich einen Seufzer tun, die Hände ringen. Was hätte ich ihm geantwortet? Ein Schwein kommt einem Schwein nicht entgegen, aber ein Mensch einem Menschen schon. Mugenstein, hast du mich verstanden? Verstanden, sagte Mugenstein, aber er log. Denn es wollte ihm nicht in den Kopf, wozu der anderthalb geht. Ein Mann von Ansehen und Kapital, der die erste Geige spielte, mit der Straßenbahn fahren sollte, um mit der Familie des Frachtkutschers Mendelkrieg zu speisen. Derweil strich das Unglück unter den Fenstern entlang, wie ein Bettler im Morgengrauen. Das Unglück brach mit Getöse ins Kontor. Und auch wenn es diesmal in Gestalt des Juden Safka Buzis kam, war es doch besoffen wie ein Wasserfuhrmann. »Hoho, huhu«, schrie der Jude Safka, »verzeih mir, Benja, ich bin zu spät!« Und er trampelte mit den Füßen und fuchtelte mit den Händen. Dann schoss er und die Kugel traf Mugenstein in den Bauch. Hat man da noch Worte? Es war einmal ein Mann und der Mann ist nicht mehr. Es lebte ein unschuldiger Junggeselle wie ein Vogel im Gezweig. Und schon ist es wegen einer Dummheit aus und vorbei mit ihm. Kommt ein Jude daher, der einem Matrosen ähnelt und schießt, nicht etwa auf eine Schießbudenflasche, sondern auf einen lebendigen Menschen. Hat man da noch Worte? »Raus aus dem Kontor, macht euch dünne«, schrie Benja und machte sich als Letzter aus dem Staub. Aber im Hinausgehen sagte er noch zu Buzis, »Ich schwör's beim Sarg meiner Mutter, Safka, du wirst dich neben ihn legen.« Der unglückselige Sohn von Tante Pesja starb nicht sofort. Eine Stunde, nachdem man ihn ins Krankenhaus gebracht hatte, erschien dort Benja Krieg. Er befahl den Oberarzt und die Krankenschwester zu sich und sagte, ohne die Hände aus den Taschen seiner cremefarbenen Hose zu nehmen, »Ich habe ein Interesse dran«, so sagte er, »dass der kranke Josef Mugenstein gesund wird. Gestatten Sie, dass ich mich für alle Fälle vorstelle, Pension Krieg. Kampfer, Sauerstoffkissen, Einzelzimmer, gebt ihm alles, und zwar von Herzen. Andernfalls werden auf jeden Doktor, und sei es ein Doktor der Philosophie, nicht mehr als 3 Arschen Erde kommen.« Und doch starb Mugenstein noch in derselben Nacht. Und da erst erhob der anderthalbjährige ein Geschrei, dass man es in ganz Odessa hörte. »Wo beginnt die Polizei?«, heulte er. »Und wo endet Benja?« »Die Polizei endet dort, wo Benja beginnt«, antworteten kluge Leute. Aber Tartakowski gab so lang keine Ruhe, bis ein rotes Automobil mit einer Spieldose auf dem Siridinskaya Platz seinen ersten Marsch aus der Oper Lache Bajazzo budelte. Am helllichten Tag kam das Auto zu dem Häuschen gejagt, wo Tante Pesja wohnte. Das Auto dröhnte mit den Rädern, es spuckte Qualm, es blitzte vor Messing und stank nach Benzin und dudelte mit der Hupe Arien. Aus dem Auto sprang ein gewisser jemand und ging in die Küche, wo die kleine Tante Pesja sich in Krämpfen auf dem Lehmboden wand. Der anderthalbjährige saß auf einem Stuhl und fuchtelte mit den Armen. »Galgenfresse«, schrie er
als er den Gast erblickte. Du Bandit, dass dich die Erde ausspeit. Eine schöne Mode ist das, lebendige Leute zu töten. Monsieur Tatarkowski, antwortete Benja leise. Zwei geschlagene Tage weine ich schon um den lieben Toten, als wäre es mein eigener Bruder. Aber ich weiß, Sie scheren sich einen Dreck um meine jungen Tränen. Wo bleibt Ihr Schamgefühl, Monsieur Tartakowski? In welchem feuerfesten Kassenschrank haben Sie Ihr Schamgefühl versteckt? Sie hatten die Stirn der Mutter unseres verstorbenen Iosif 100 schäbige Karbovanzen zu schicken. Die Haare standen mir zu Berge, mitsamt dem Hirn, als ich diese Neuigkeit hörte. Tante Pesia, sagte darauf Benja zu der zerzausten Alten, die sich in Krämpfen auf dem Fußboden wand, wenn Sie mein Leben brauchen, kriegen Sie es. Aber jeder macht Fehler, sogar Gott. Es ist ein kolossaler Fehler passiert, Tante Pesia. Aber war es etwa von Gott kein Fehler, die Juden in Russland anzusiedeln, damit sie dort Höllenqualen leiden? Und was wäre schlecht daran, wenn die Juden in der Schweiz lebten, umgeben von erstklassigen Seen, Bergluft und lauter Franzosen? Jeder macht Fehler, sogar Gott. Sperren Sie die Ohren auf und hören Sie mir zu, Tante Pesia. Sie haben 5.000 auf die Hand und lebenslang 50 Rubel im Monat, leben Sie 120 Jahre. Und Iosif kriegt ein Begräbnis erster Klasse. 6 Pferde wie 6 Löwen, 2 Wagen mit Kränzen, der Chor aus der Brode-Synagoge. Minkowski persönlich wird kommen, um bei der Trauerfeier für ihren verstorbenen Sohn zu singen. Und das Begräbnis fand am folgenden Morgen statt. Fragen Sie die Friedhofsbettler nach diesem Begräbnis. Fragen Sie die Schamesse aus der Synagoge der koscheren Geflügelhändler oder die alten Weiblein vom zweiten Armenhaus. Ein solches Begräbnis hatte Odessa noch nicht gesehen und die Welt wird so etwas auch nicht mehr sehen.